Hersteller aus Bergamo und dieser Hersteller produziert LKW-Ladekrane, Holzladekrane und Containerwechselsysteme und gehört bzw. ist der drittgrößte Kranhersteller der Welt mit einer Eigenfertigungsquote von nahezu 85%. Ich finde, das ist eine stolze Leistung an der Stelle. An meiner Seite Peter Platzer, er ist Verkaufsleiter Süd. Guten Morgen. Zu meiner Linken und zu meiner Rechten haben wir auch das Fahrzeug, einen Mercedes-Benz 1846A 4x4 mit eben besagtem Fassikran F345RB und das Ganze mit einer Hubarbeitsbühne. Wir arbeiten uns mal chronologisch ran und zwar gehen wir über den Kran. Was macht diesen Fassikran aus? Dass er ein kompaktes Gerät darstellt, auf einem Allrad Fahrgestell montiert, konkret für die Anwendung in der Energiewirtschaft, ob kommunal oder frei, ja, mit Seilwinde ausgerüstet ist, hydraulischen Zusatzleitungen für Greifer etc. Einsatz und grundsätzlich auch im Nahbereich, zum Beispiel Trafos oder andere Schwerlast, Dinge heben kann. Und wir haben jetzt hier kein Standardfahrzeug. Ihr habt euch natürlich was dabei gedacht, was ihr uns auf die IFA 2024 mitbringt. Wir haben hier zusätzlich eine Hubarbeitsbühne und das erhöht die Reichweite und ist besonders gut zum Arbeiten. Warum? Weil ich im Endeffekt aus dem normalen Ladekran eine vollwertige Hubarbeitsbühne mache, die auch im Gelände voll einsatzfähig ist, innerhalb kürzester Zeit angebaut werden kann mit einer Schnellwechseleinrichtung und so praktisch aus zwei Fahrzeugen eines gemacht habe. Das ist perfekt, klingt sehr gut. Jetzt ist es ja so, bei diesen Hubarbeitsbühnen müssen wir immer auf den Sicherheitsaspekt achten, aber da habt ihr natürlich auch schon drauf geachtet. Stichwort EN 280. Die EN 280 für Hubarbeitsbühnen wird durch die integrierte Zentralelektronik voll abgedeckt mit redundanten Systemen und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen, die momentan in solchen Fahrzeugen verbaut sein sollten und müssten. Klingt super. Ganz herzlichen Dank, Herr Platzer. Sie sitzen auf dem Freigelände 812-16 und freuen sich auf Gäste von uns. Ja, selbstverständlich. Herzlichen Dank. Bis später. Wir sehen uns dann nochmal. Schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.